Pommes, Chips, Rösti, all das könnte teurer werden. Das trockene Wetter im Sommer führte zu einer miserablen Ernte für die Kartoffelbauern. Und das bedeutet vor allem, die Preise steigen. Das zeigen Daten des Agrarmarkt-Informationsdienstes. Im Supermarkt kostet das Kilo in Kleinverpackungen derzeit etwa 84 Cent. Im Vorjahr waren es noch 55 Cent. Die Knollen sind also um mehr als die Hälfte teurer geworden. Außerdem müssen sich Verbraucher auf weniger hübsche Kartoffeln einstellen. Knollen mit dunklen Flecken oder Schorfpusteln fliegen in guten Erntejahren raus. Das sind aber nur optische Mängel. Die hässlichen Kartoffeln können genauso gegessen werden wie ihre hübscheren Kolleginnen.